Hier bei mir hat der Thomas Baumgartner. Thomas, was macht die zur Fußballlegende? Schau mich an. Hallo und herzlich willkommen bei Ich hab da was TV. Mein Name ist Michael Schober, der nette Herr von Ich hab da was TV. Und heute bin ich in Markt Pisting beim SC Pisting. 100 Jahre gibt es den seit 1919. Wir werden sich die Spiele anschauen, wir werden die Spiele interviewen und einfach schauen, was sich sonst hinter den Kulissen tut. Ja, ich freue mich, dass ich wieder mal da bin unter die Leute. Bleibt einfach dran bei Ich hab da was TV. Bei mir der Peter Schelten, der Organisator, der Obmann vom Pistinger Sportverein. Peter, was erwartet unsere Zuseher heute? Schönes Wetter, ein bisschen Spaß, ein bisschen Geschichte mit meiner Ansprache und dann kommt die Musik und wir lassen uns die 101 Jahre Feier anfangen. Ja? Meine Damen und Herren, hier bei mir eine Legende, den Dieter Rankl, Sportler des Jahres. Ja. Wer sagt das? Die anderen. Was genau am Fußball fasziniert dich? Du, das weiß ich nicht. Mit wie 8 Jahre alt war, sind halt die meisten Fußballspielen gegangen. Ja, wo habe ich es halt natürlich auch probiert und dann hat mich das Fußballfieber eigentlich dann gepackt. Und seitdem, ja, die letzten 2 Jahre dann nicht mehr Fußballpension, aber bis vor 2 Jahren hin war das Fußball das Höchste für mich. Ja. Peter, man kann aber sagen, du hast quasi Organisation und Management in die Sache gebracht. Ja, als Ausländer, als Ex-Ausländer, bin schon 52 Jahre da. Ein bisschen Organisationstalent habe ich. Bernd, das Thema Fußball und Jugend, ist das auch ein Thema für dich? Natürlich, das ist ein ganz wichtiges Thema bei uns im Verein. Deswegen mache ich das Ganze auch. Bist du auch eine Legende? Ja, ich bin schon eine Legende. Angeblich, ich weiß es nicht, aber ich bin schon relativ alt. Schau nicht so aus. Das sagen mir die anderen immer an. Was macht Fußball für dich aus? Wo ist der Knackpunkt, dass du sagst, hey, Fußball, ja, genau, das ist mein Sport. Das Mannschaftssport. Ich mache sehr viele verschiedene Einzelsportarten auch, aber das mannschaftliche Zusammengehörigkeitsgefühl hat man nur beim Fußball. König Fußball, lieber auch. Persönliche Frage, rasieren Sie Fußballer auch die Beine? Ich nicht. Kennst du wen? Ja. Liebe Zuseher, es gibt es wirklich. Fußballer und Beine rasieren und da habe ich den Tipp bekommen, ich soll zu dir gehen. Ja, natürlich. Ich weiß, wie man Beine rasiert. Können wir das mal bitte zeigen an die Zuseher? Ja, so schauen die aus. Ja, macht das windschnittiger? Nein, eigentlich nicht wirklich. Aber es ist, die Verletzungsgefahr ist deutlich geringer, wenn man besser über den Rosen rutscht. Es macht mir Spaß. Und ich glaube zumindest, die Jugend kann sich freuen, was wir haben da geschafft. Und wir haben auch Zuschauer, sportlich sind wir auch nicht so schlecht unterwegs. Das muss ich meinen sportlichen Leiter, der Bernd Stoiber, loben, weil er ist der verantwortlich für die ganzen Spiele. Gernot, was fasziniert dir am Fußball? Was ist das, was du sagst, Fußball, ja, das macht's aus? Mannschaftssport. Also alle miteinander haben ein Ziel. Und das ist bei uns immer leibend gewesen. Spielst du selber auch noch aktiv? Ja, nur mehr heute beim Hobby- und Legendenturnier. Ansonsten bin ich froh, wenn unsere Jugendlichen mit 17 Jahren dann in der Reserve oder in der Kampfmannschaft die Alten ablösen. Das ist genau mein Plan oder mein Ziel gewesen, als ich vor 3 Jahren angetreten bin. Und das macht mir einfach Spaß. Und mittlerweile bin ich schon froh, wenn ich zuschauen kann. Was macht ein Fußballer sexy? Kommt wahrscheinlich auf die Uhrzeit an. Das ist ein hakliches Thema, Gernot. Ja. Geht ihr nach dem Spiel miteinander alle duschen? Natürlich. Okay, was ist jetzt zum Beispiel das Verliert? Was passiert mit demjenigen, der es verkackt hat? Ja, der muss sich runterbucken um das Haff. Peter, ich gratuliere dir wirklich. Du bist ein toller Typ. Ja, du hast wirklich da was auf die Beine gestellt. Ja, das sieht man, liebe Zuseher, da sieht man wirklich, wenn man was tut, es tut sich was. Ja. Peter, danke für das Interview. Ich freue mich schon auf das Match, auf das Fest nachher. Dankeschön. Bitte, gern geschehen. Ja.
Ich verlange aber keine Gage, ja, ich sage das nur so. Der Peter macht das kostenlos und das ist wirklich hoch anzurechnen. Zuseher, das war's mit 100 Jahre SC Mark Bisting. Wirklich ein tolles Fest, tolle Organisation. Wirklich gratuliere, was ihr auf die Beine gestellt habt. Bleibt so toll, toll, toll. Ja, wir werden sich jetzt wie immer unter das Volk mischen, werden noch ein paar tolle Aufnahmen machen, die wir dann ins Video reinschneiden. Und schaltet wieder das nächste Mal ein, wenn es heißt: Schau, 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 ich hab da was TV.